In diesem Video erfährst du, welche drei Arten von Roboterprogrammierern es eigentlich gibt, was deren Aufgaben in ihren Betrieben sind und wie du so einer wirst. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtech GmbH. Seit über 30 Jahren programmiere ich Roboter, habe viele Roboterprogrammierer kennengelernt und ausgebildet. Und generell würde ich sagen, es gibt drei verschiedene Arten von Roboterprogrammierern. Und die will ich dir jetzt einfach hier mal zeigen. Generell ist der Roboterprogrammierer eigentlich eher männlich. Ja? Ich würde so sagen, gefühlt sind es noch 99% von Männern dominierte Branche, die Roboter programmieren. Ich habe auch einige sehr fähige Roboterprogrammiererinnen kennengelernt. Aber bitte seht mir es nach, liebe Damen, ich werde hier von Roboterprogrammierern sprechen, weil ich einfach mir dieses Innen immer sparen will. Also, ein Roboterprogrammierer programmiert Industrieroboter, ja, das ist klar. Aber da gibt es in diesen Stellenbeschreibungen recht drei große Unterschiede. Den Roboterprogrammierer in produzierenden Betrieben, den beim Anlagen- und Maschinenbauer und den Roboterprogrammierer, der bei Dienstleistern und Roboterherstellern angestellt ist. Der Roboterspezialist in produzierenden Betrieben ist in seiner Firma dafür verantwortlich, dass die Roboter reibungslos funktionieren. Er kümmert sich um die Prozess- und Taktzeitoptimierung, die Integration von neuen Typen und ist für die Instandhaltung verantwortlich. Also, er optimiert seine Anlagen und schaut, dass die laufen. Er kennt die Programme seiner Roboter nicht ins Detail, kennt aber die Macken seiner Anlagen und die der Roboter und verhindert Produktionsunterbrechungen durch vorbeugende Instandhaltung. Er nimmt aber auch immer wieder neue Anlagen von den Anlagenbauern ab und übernimmt die Verantwortung nach deren Garantiezeit. Der Roboterprogrammierer im produzierenden Betrieb genießt die Anerkennung seiner Kollegen sowie der Geschäftsleitung, hat fest planbaren Urlaub, in dem er sein Firmenhandy mitnehmen darf, bekommt in der Regel keinen Firmen-PKW, bleibt schon mal ein paar Überstunden länger im Betrieb und ist auch so für den manchen Nacht- und Wocheneinsatz im Betrieb. Meist ist er ausgebildeter Elektriker, hat einige Roboterlehrgänge besucht und hat ein gutes Verständnis für die Produktionsprozesse in seinem Betrieb. Also sprich, er kennt sich ganz gut aus, was denn der Roboter so macht. Das ist Schweißen, Kleben, Nieten und so weiter. Beherrscht er natürlich auch, nicht nur den Roboter. Sein Aufgabengebiet lernt er relativ schnell kennen. Er ist jeden Tag zu Hause, lernt dafür jedoch nicht so viel und verdient weniger als seine reisenden Fachgenossen. Der Roboterprogrammierer im produzierenden Betrieb hat einen relativ sicheren Arbeitsplatz. Ja. Bei einem Großkonzern ist er immer gefragt. Er kann aber in einem kleineren Betrieb doch einmal auch durch einen Dienstleister ersetzt werden. Die zweite Art von Roboterprogrammierern, das ist der Inbetriebnehmer bei Anlagen- und Maschinenbauern. Also der kümmert sich um die Inbetriebnahme der Roboterzellen seines Arbeitgebers. Er arbeitet meistens mit ein bis zwei Roboterherstellern, hat vorgefertigte Programmstrukturen und passt diese an besondere Bedürfnisse der Anlagen und Kunden an. Er kennt seine Programme bis ins Detail und erweitert die Standardstruktur kontinuierlich. Der Programmierer beim Maschinenbauer nimmt seine Roboter in der Regel im eigenen Werk im Betrieb und macht einen Probelauf und fährt dann zum Kunden raus und schaut, dass er da die Ziele von seinem Auftraggeber erreicht. Also sprich, er schaut dann, dass Prozesssicherheit, Taktzeit erreicht, die Wünsche des Kunden natürlich auch berücksichtigt und übergibt die Anlage an den ersten Roboterprogrammierer, einfach die Instandhaltung mit den oder den Roboterspezialisten beim Kunden vor Ort. Wenn alles geklappt hat, fährt er am Wochenende wieder nach Hause. Seine Aufenthalte beim Kunden können so 2 bis 3 Tage dauern, aber auch Wochen und Monate, je nachdem, wie komplex natürlich die Anlage ist. Sein Job ist gut bezahlt, er hat ein Firmen-PKW, ein Firmenhandy mit Privatnutzung und sein Urlaub wird regelmäßig verschoben. Auf dieser Position werden immer fähige Leute besucht. Er hat zwar einen überstundenlastigen, aber sicheren Arbeitsplatz. Er lernt eher weniger Roboterhersteller und Aufgabengebiete kennen, da sein Auftraggeber Standardzellen vertreibt und zügige Inbetriebnahme bevorzugt. Der Roboterprogrammierer, der also beim Anlagen- und Maschinenbauer tätig ist, der
integriert immer die Roboter in diese Standardzellen, hat immer eigentlich die gleichen Aufgaben, die so ein Roboter durchführt. Und die Gefahr ist halt einfach relativ groß, dass das auch mal langweilig wird. Ja. Das ist immer das Gleiche. Ich integriere dann den Roboter beim Kunden, schaue, dass die Taktzeit läuft, dass alles störungsfrei ist, integriere vielleicht noch meinen Kundenstandard und dem seine Wünsche. Und das war's dann auch. Also da ist die Fluktuation relativ hoch in diesem Job. Die meisten wollen sich ja dann doch ein bisschen weiterentwickeln. Darum greifen auch Maschinenbauer sehr gerne auf externe Dienstleister zu, die ja dann bei verschiedenen Maschinenbauern ja auch verschiedene Aufgaben übernehmen. Wenn dich das interessiert, dich da weiterzubilden, klick doch einfach auf den dritten Link in der Videobeschreibung und wir sehen uns hier in Mainburg zur Roboterschulung. Die dritte Art von Roboterprogrammieren, das ist der Roboterexperte bei Dienstleistern oder Roboterherstellern. Der nimmt eben Roboter aller möglichen Branchen und Applikationen in Betrieb. Deshalb kann er auch auf ein breites Portfolio zurückgreifen, da er die verschiedensten Anwendungen und Anlagen kennenlernt. Auch alle möglichen Prozesse natürlich. Sein Job ist, sofern er mehrere Steuerungen und Applikationen beherrscht, sehr gut bezahlt. Er besitzt ein Firmen-PKW und ein Firmenhandy mit uneingeschränkter Privatnutzung. Sein Urlaub ist in der Regel planbar. Das Wochenende ist meist gesichert. Ausnahme ist, wenn du bei einem Automobilkonzern Roboter in Betrieb nimmst. Dann bist du in der Regel am Wochenende nicht zu Hause. Von allen Roboterprogrammierern ist der Programmierer beim Dienstleister am meisten unterwegs. Verdient aber auch dafür am meisten. Er hat ein sehr erfülltes Arbeitsleben und seine Arbeitskraft ist sehr gefragt. Das Einzige, woran man da natürlich daran denken muss, sein Zuhause ist meistens natürlich ein Hotelzimmer. Ja. Er hat aber die größte Abwechslung in seinem Arbeitsleben. Ich persönlich habe das ja sehr, sehr, sehr lange gemacht und meine Programmierer machen das ja auch. Und die haben sehr viel Spaß am Programmieren. Sie lernen viele Menschen und Roboter kennen, viele Firmen und Anlagen. Du kommst immer ins Herzstück der Produktionen und lernst kennen, wie viele Produkte produziert werden. Wer also gerne reist, unter der Woche im Hotel Spaß hat und gerne dazulernt, der ist in diesem Aufgabengebiet am besten aufgehoben. Also, jede dieser Stelle hat seine Reize. Ja, wenn du gern zu Hause bist jeden Tag und dich gern mit Robotern beschäftigst, bist du natürlich als Roboterprogrammierer bei einem produzierenden Betrieb sehr gut aufgehoben. Du musst halt bedenken, dass es vielleicht manchmal ein bisschen eintönig auch da wird, aber natürlich ist es eine andere Aufgabe, wie am Band zu stehen. Ja. Also macht schon mehr Spaß und mehr Sinn. Es kommen ja auch immer wieder neue Anlagen rein. Es muss man ab und zu mal wieder einen neuen Typen integrieren. Und natürlich versucht man ja dann auch immer wieder seine Anlagen zu optimieren und die Prozesse sicherer zu machen. Also es ist schon ein spannendes Betätigungsfeld, in dem man einiges dazulernt, das sehr viel Spaß macht. Aber man darf natürlich jetzt nicht erwarten, dass man alle möglichen Geschichten mit Robotern kennenlernt. Der zweite Roboterprogrammierer beim Maschinenbauer hat natürlich immer wieder neue spannende Anlagen, lernt neue Kunden kennen, neue Menschen kennen und natürlich werden seine Anlagen immer wieder weiterentwickelt. Das ist auch ein sehr spannendes Betätigungsfeld. Aber mein Favorit als Roboterprogrammierer ist natürlich der beim Dienstleister oder vielleicht auch beim Roboterhersteller, wo ich wirklich viele, viele unterschiedliche Aufgaben kennenlernen. Du darfst natürlich für dich entscheiden, was für dich der beste Weg ist, um mit Robotern arbeiten zu können. Und wenn du gerne zu Hause bist, mach das bei einem produzierenden Betrieb. Wenn du reisebereit bist beim Maschinenbauer und wenn du die Welt sehen willst und die Roboter kennenlernen willst, dann geh zu einem Dienstleister oder Roboterhersteller und werde da Roboterprogrammierer. Ich helfe dir gerne, wie du ein guter Roboterprogrammierer wirst. Komm in die Roboterakademie, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und du kannst dort alles lernen, was mit Industrierobotern zu tun ist und du suchst dir deinen Arbeitgeber selbst aus. Ich hoffe, ich konnte dich dafür begeistern, den Job des Roboterprogrammierers vielleicht in Betracht zu nehmen. Wenn du Fragen dazu hast, schreib es mir doch einfach gerne in die Kommentare. Wenn du mehr wissen willst, was ein Roboterprogrammierer macht und wie du einer wirst, abonniere am besten den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn neue Videos hochkommen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Werner.
Bye.